Hallöchen, meine Freunde des Aims. Willkommen zurück zu einer weiteren Fortnite-Winterfest-Folge. Heute mit der Herausforderung am Tag Nummer 7. Natürlich gucken wir uns heute auch wieder gemeinsam an. Und zwar lautet die heutige Herausforderung: Durchsuche innerhalb von 60 Sekunden nach der Landung aus dem Schlachtbus eine Truhe. Und dafür bekommen wir hier ein Skateboard mit einem Polarbär, ist das, glaube ich, Polareisbär drauf. Und ich würde sagen, die Challenge ist wieder mega easy. Wir sehen uns mitten im Game. So, dann sind wir im Bus angekommen und wir suchen uns mal ein kleines Plätzchen. Ich denke mal, ich werde oben bei dem Iglu landen. Wir sollten ja genau bei dem Iglu, bei dem kleinen Hütchen da. Da sollte auf jeden Fall eine kleine Truhe zu finden sein. Wobei, kurze Planänderung, hier direkt auf der Brücke ist tatsächlich ja auch immer eine Truhe. Das heißt, wir können uns direkt die Herausforderung auf der sicheren Seite klauen, indem wir jetzt einfach hier auf der kleinen Holzbrücke landen. So, da sind wir gelandet, öffnen die Truhe und sind damit schon fertig mit unserer heutigen Herausforderung. Das ging recht schnell, muss ich sagen. So, und da haben wir auch schon unser neues Skateboard von unserem Winterfest Tag Nummer 4. Wie gesagt, es ist ein Skateboard mit einem Polarbär-Aufdruck drauf. Ich würde sagen, wir fordern ihn ein und sind demnach fertig mit unserer heutigen Herausforderung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns nächstes Mal, spätestens morgen bei Tag Nummer 8. Denkt dran, lieber aimen statt flamen. Ich bin raus. Ciao.